Also ich muss sagen, alles, was ich mache, hat halt mit Musik zu tun. Ich kann mich an eine Zeit ohne Musik gar nicht mehr erinnern. Es gab keinen davor für mich. Wir sind immer noch da. Immer noch. Drei Jungs mit mehr als Musik. Immer noch. Hallo und ein herzliches Grüß Gott zu Vollbert. Uns interessiert, was Künstler bewegt, was sie in ihrem Leben sonst noch so machen. Und ich hoffe, Sie sind interessiert dabei bei Vollbert, heute aus Bietigheim in Bissingen. Wir sind im Teilort Bissingen und ich glaube, ich habe heute die beiden jüngsten Künstlerinnen, die ich je in einer Sendung von Vollbert hatte. Ich habe hier zu meiner Linken die Jessie und noch ein bisschen weiter links außen die Anela. Beides Künstlernamen, die nicht weit weg sind von den richtigen Namen, aber das verraten wir heute nicht, denn wir sprechen über euch und über eure Musik. Und ihr macht beide eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Musik, aber habt beide die Liebe zur Musik irgendwann entdeckt. Jetzt frage ich einfach mal bei dir und beginne bei dir, Jessie. Wann war denn das so, dass du gedacht hast, ich muss unbedingt mehr machen als das, was im Musikunterricht üblich ist? Also ich muss sagen, ich war schon immer musikalisch einfach begeistert. Also ich habe immer überall mitgesungen, egal ob im Radio oder in der Schule. Und richtig angefangen hat es dann eben, als ich zum ersten Mal bei The Voice Kids war und ich dann auch wirklich die Bestätigung von Leuten gekriegt habe, die wirklich was von Musik verstehen, dass ich es anscheinend kann. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, vielleicht kann man was draus machen. Damals bin ich halt in den Blind Auditions leider rausgefallen und dann beim zweiten Mal bin ich bis in die Battles gekommen, was halt für mich eigentlich mein Ziel war unter die 45 Besten, hat für mich gereicht. Und ab dem Zeitpunkt war für mich klar, dass es halt weitergeht, weil es mir einfach Spaß macht, auch auf der Bühne zu stehen vor allem. Ja. Das war ja als junger Mensch eine ganz schöne Herausforderung, weil da muss man ja dann plötzlich wirklich alleine mit dem Mikro dastehen. Ja. Hat wahrscheinlich noch wenig Erfahrung gehabt mit dem Mikro oder war das für dich überhaupt kein Problem? Also ich muss sagen, ich hatte da keine Scheu davor, da irgendwie dran zu gehen. Aber vor allem beim ersten Mal war es komisch, ja, und weil man nicht weiß, was sage ich jetzt. Und ich war auch immer verwirrt, weil natürlich sind es mehrere Drehtage und es wird ja alles geschnitten und darüber ist man sich am Anfang nicht so bewusst und dann hatte ich ein bisschen Schiss, aber ja. Ich weiß nicht, ob ich da richtig informiert bin, aber dort singt man hauptsächlich Covers oder bist du mit einem eigenen Song damals schon? Nee, da singt man Covers, ja. Mhm. Darf ich fragen? Ich bin ganz neugierig, was du damals gesungen hast. Also beim ersten Mal habe ich was von Schloss Einstein gesungen, das ich selber gar nicht kannte. Mhm. Und beim zweiten Mal habe ich Flashlight von Jessie J gesungen. Hey, ja. Jessie J ist natürlich eine echte Herausforderung. Ja. Manche sagen, das ist so das Ziel irgendwann. Ja. Da steht man so von dem Vergleich. Ja, im Vergleich steht man ja ohnehin. Ihr seid beide noch in der Schule, aber du hast auch gewagt, Anela. Wie bist du dazu gekommen zu sagen, ich möchte nicht nur ein Instrument spielen, sondern ich möchte wirklich auch mal mehr wagen? Ich kann mich an eine Zeit ohne Musik gar nicht mehr erinnern. Es gab keinen davor für mich. Mhm. Und das war halt immer, dass ich mit meinem großen Bruder im Auto gesungen habe. Immer. Egal, ob ich den Text kannte oder nicht, habe halt einfach mitgesungen. Und die Kombi funktioniert vielleicht. Weil ich habe bei meinen Kindern beobachtet, wenn da einer gesungen hat, hat der kleine Bruder immer sofort aus. Aber ihr habt zusammen gesungen. Ja, ja. Irgendwann hat es sich bei mir gut angehört. Hat am Anfang auch nicht gut geklungen bei mir. Mhm. Katastrophal, wenn ich heute so Gesangsstücke von früher höre. Gibt es da Aufnahmen? Im ganz tiefsten meiner Speicherkarte irgendwo, ja. Also nicht gelöscht, aber niemand soll ran. Ja, genau. Und dann habe ich halt irgendwann auch eine Bewerbung zu The Voice Kids geschickt. Mhm. Und dann haben die mich angenommen und dann dachte ich so, okay, so schlecht kann ich ja gar nicht sein, mhm, wenn die mich annehmen. Und ich habe es mehrfach versucht und bin rausgeflogen. Und dann dachte ich irgendwann so, ey, ich kann doch nicht so gut sein, wenn die mich jedes Mal wieder rausschmeißen. Mhm. Aber dann habe ich einen Jeremy getroffen und einen Rodolfo. Mhm. Und dann dachte ich mir so, hey, vielleicht bin ich ja doch wieder gut und jetzt bin ich hier. We are waiting
here in line for the answer to the question why. Cause I know I need a break from you, for you don't treat me right. You let me in, let me out, raise me up, push me down. I get a yes, feeling no, you never let us grow. Let's go. Goodbye, boy, we've been waiting for so long. Off my mind, out of my mind, for I feel the love is gone. Take it away. Goodbye, boy, for you know we're doing wrong. So when you're here with me, that's when I feel wrong. Finde ich hochspannend, was ihr gerade gesagt habt, denn tatsächlich sich einem Wettbewerb gleichzustellen, ist natürlich schon etwas, wo man nachher sagt, naja, jetzt habe ich einen Stempel oder wie gehe ich damit um? Hat euch das noch lang nachgewirkt, wenn ihr beide dort angetreten seid? Oder habt ihr es einfach abgehakt? Also mich persönlich hat es halt beim ersten Mal ein bisschen belastet, dass ich nicht weitergekommen bin. Mhm. Also ich meine, in die Blind Auditions zu kommen, war für mich eine große Leistung. Damit habe ich nicht gerechnet, weil da bewerben sich ja zehntausende Leute und es kommen ja nur 70 Leute in die Blind Auditions. Also das heißt auch nicht direkt, dass man schlecht ist, natürlich. Und also ich brauchte dann die Bestätigung nochmal beim zweiten Mal eben, dass ich dann eins weitergekommen bin. Und ich wurde dann ab und zu auch auf der Straße erkannt von Jüngeren, aber das hat mit der Zeit auch aufgehört. Einmal wurde ich im Urlaub erkannt, das hat mich überrascht, aber ansonsten hat es mich dann nicht mehr weiter begleitet. Es war so ein Startschuss und für den bin ich auch sehr dankbar, weil der mir auch ein ganz kleines bisschen Reichweite gegeben hat, eben von Anfang an, aber ansonsten nicht. Und du hast gesagt, ich mir wurscht, was die denken. Ja, also ich wurde auch früher öfters mal geärgert, weil ich groß geträumt habe und ein kleiner Mensch war. Und das kam dann halt noch dazu bei mir. Aber irgendwann bin ich nach den Sommerferien zurückgekommen und habe gesagt, hey, das ist mein Leben. Warum soll ich mir Gedanken darüber machen, was ihr von mir denkt? Ich sehe euch eh nicht mehr irgendwann. Und das ist halt das Thema mit dem Selbstbewusstsein aufbauen, was man auch dringend braucht, wenn man Musiker werden will. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Ich finde, es kostet ja schon Mut, überhaupt vor anderen Leuten zu singen. Also nicht in der Familie, klar. Da mag man sich trotzdem, auch wenn man den anderen vielleicht singend nicht so ganz mag. Ihr habt das Glück gehabt, dass man offensichtlich in der Familie dahinter stand. Ja. Aber es kostet Mut. Und das erste Mal dann wirklich vor anderen singen, wie jetzt, ich sag mal, in der Schule oder bei einem Fest, wie war das dann? Ich frage mal ganz bewusst dich, Anela. Ich war früher ein sehr, sehr, sehr schüchterner Mensch. Ich habe mich immer vor den Leuten versteckt. Mhm. Und es hat lange gehalten, bis ich richtig gesungen habe auf der Bühne, also meine Musik gemacht habe. Mhm. Ist dann besser geworden. Und bei meinem ersten richtig großen Auftritt, ich würde sagen richtig groß, waren halt schon mehrere hundert Menschen, so um die 700, mhm, bei meiner Abschlussfeier letztes Jahr. Mhm. Da dachte ich mir so, wow. So, die ganzen Menschen, und die kennen mich alle. Mhm. Und ich so, wenn ich jetzt den Ton nicht treffe oder den Ton nicht treffe oder da was Falsches singe, die kennen mich. Die sagen, du warst doch die, die falsch gesungen hat. Aber dabei ist es gar nicht so, das fällt gar nicht auf. Das ist jetzt ein interessanter Satz, weil ich gedacht habe, naja, ihr habt beide sehr jung begonnen. Ich weiß selber, ich bin oft nicht jetzt auf einer großen Bühne gestanden, das zwar auch zwischendurch, aber nicht zum Singen, sondern zum Reden. Und als Pfarrer steht man dann Sonntag für Sonntag auf der Kanzel und Ähnliches. Aber so ein bisschen eine Überwindung kostet es ja trotzdem. Aber spannend, gell, dass man so eine Technik entwickelt, sich auch zu überwinden. Wie war es denn? Du hast vorher noch gezittert oder hast dann das ausgeblendet? Wie bist du damit umgegangen? Bevor ich auf der Bühne stand, richtig. Ja. Das war bei uns so, wir haben zu dritt ein Lied gesungen, mhm, und danach musste ich alleine stehen bleiben und direkt mein eigenes singen. Ja. Und ich wollte einfach runter von der Bühne, um ehrlich zu sein. Weil ich weiß nicht, das war irgendwie so beängstigend für mich. Mhm. Aber ich habe gesungen und die Leute haben applaudiert. Und spätestens da wusste ich, dass ich das immer machen will. Jetzt habe ich ein bisschen in eure Songs reinhören dürfen und habe gemerkt, ihr habt beide einen sehr unterschiedlichen Stil für euch selber gefunden. Wie macht man das? Jetzt hat man ja die volle Auswahl eigentlich. Du hast den Stil auch schon ein bisschen in deinen Namen übernommen. Du nennst dich Jessie, ganz Namen, echten Namen, aber schreibst dich sehr bewusst ein bisschen anders. Nämlich als Künstlerin mit A, Z, Z, Y, wenn ich das richtig gehört habe. Das heißt ganz bewusst
Jazz ist ja nicht die Musik eigentlich deiner Generation. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, eben weil ich viele Covers gesungen habe und auch viele Covers vor Publikum gesungen habe und eben auch in der Band gespielt habe, wo man auch mal auf die Musiker hören muss, was die vielleicht spielen wollen und Spaß macht, habe ich mich fast überall durchtasten können, also von Rap bis Soul über Jazz, alles. Und mir hat alles Spaß gemacht und wenn ich meine Covers für mich singe, ist es auch hauptsächlich noch Soul, was mir am meisten Spaß macht. Aber ich finde halt, dass beim Jazz, der hat noch so eine Note, dass, also es ist für mich so schöne Musik. Also es ist einfach, ich will jetzt nichts schlecht machen, aber ich bin auch nicht Generation Deutschrap. You see my curves, you see my face, you get it. Ist das für dich dann glatter oder unrunder, was dich reizt? Also es ist dieses andere einfach. Mhm. Also ich finde, Jazz ist eine Musikrichtung, die muss man schon mögen. Mhm. Deswegen ist es auch nicht nur Jazz. Also ich versuche da auch was Jugendliches reinzubringen und was Frisches. Aber ich finde, Jazz ist einfach, es hat einen Groove, der einen so ein bisschen antreibt, aber es ist jetzt keine Partymusik, wo irgendwie nur mit Beats gearbeitet wird. Also man singt einfach auch noch. Ja. Jetzt habe ich mal ganz geflissentlich das nur mit Beats überhört, denn du arbeitest ganz stark mit Beats. Du hast einen typischen Groove drauf, aber auch deine Stimme, die ich, also so würde ich es jetzt ganz platt wieder, sind wir bei einer Schublade, ich weiß, aber so ein bisschen soulig eher ist. Ich will mich nicht festlegen. Mhm. So, ich kann mich einen Tag so fühlen und einen Tag fühle ich mich traurig. Mhm. Den anderen Tag fühle ich mich, keine Ahnung, ich fühle mich, die Gefühle werden ja jeden Tag anders sein. Und wenn ich Lust habe, einen Funk-Song zu singen, wenn ich happy bin, warum nicht? Ich meine, ich bin 16. Mhm. Ich habe noch mehr als genug Zeit, um herauszufinden, was ich immer machen will. Aber jetzt probierst du dich gerade ganz bewusst so aus. Ja. Und wie kommst du zu deinem Song? Das interessiert mich immer bei jedem Künstler. Der Rodolfo schreibt die. Mhm. Und ist ein Musiklehrer und Produzent? Ja, aus Waiblingen. Ja, wir reden halt auch öfters mal darüber, wie ich mich fühle ungefähr. So, damit er so eine geringe Ahnung hat, in welche Richtung es gehen könnte. Mhm. Also ich erzähle ihm auch sehr viel von mir, deswegen weiß er das immer. Und es geht halt meistens um die Liebe, weil es ist Thema Nummer eins in der Musik, meiner Meinung nach. Es ist einfach so, dass man die Liebe nachempfinden kann. Mhm. Weil die meisten Menschen empfinden Liebe gegenüber anderen oder bekommen sie. Und es muss nicht mal von dem Partner sein oder so. Es kann auch einfach Mutterliebe sein. Und deswegen, jeder kennt das Gefühl, wenn er traurig ist oder glücklich ist über die Liebe. Und deswegen ist es halt meistens die Liebe. You've been strange for quite a while. I think you know what you try to hide. You leave the room when you get a call, and then you tell me just never mind. So then I follow you, I wanna face the truth. I find you at the bar flirting with Mr. Sue, and I can see it in your eyes. You come up with an excuse. You don't want me to really believe. Kiss your lie every time you breathe. You give me no time, figure it out. Something, take this fight. No chance to save you. Step back, regret. Let me count all the rings you had. You never and ever gonna see another bed. Ich frag mal, ich weiß nicht, ob du dir darüber schon Gedanken gemacht,
ist dann eigentlich ein Song so ein komprimiertes Leben oder wie würdest du das beschreiben? Nicht unbedingt. Ein Song ist kein Leben, also der hat Leben. Und bei einem Song ist wichtig, wenn man einen Song hört, dass man das fühlen kann. Ich finde es ganz wichtig, wenn man meine Songs hört, dass man so sagt, ey, das kenne ich, das habe ich auch gefühlt oder das fühle ich gerade. Und ich finde es wichtig einfach, dass die Leute das nachempfinden können. Jetzt hast du ja die etwas, ich sage jetzt mal, sperrigeren Songs. Hast du das Gefühl, die Leute können es trotzdem nachempfinden oder folgen die einfach dem etwas Ungewohnten? Also das ist schwer zu sagen. Also bei mir ist es auch einfach ein bisschen anders. Ich mache die Musik, glaube ich, mehr für mich. Einfach, weil ich schreibe ja zum Beispiel auch meine Texte selber. Also ich arbeite auch mit Rodolfo zusammen und auch viel und eng. Aber mir ist es wichtig, meinen Text selber zu schreiben, weil es mir wichtig ist, dass wenn ich am Ende auf der Bühne stehe, dass ich weiß, warum ich den Song singe und wofür ich den singe und warum ich den geschrieben habe. Und also bei mir trifft dieses komprimierte Leben, glaube ich, ein bisschen besser zu, weil ich die wirklich für mich mache. Und ich freue mich, wenn es den Leuten gefällt. Und ich schaue auch, dass einfach der Song an sich ansprechend ist natürlich, dass die Leute sich anhören. Aber für mich ist es wichtig, dass ich den Song verstehe und weiß, was dahinter steckt und diese Mini-Message da raushöre. Und die anderen sollen an dem Song ihren Gefallen finden und ihn gern anhören. Und dann passt es für mich auch. Ich habe vorhin schon ein bisschen rausgehört, für dich ist klar, du willst in Richtung Musik auch gehen, auch dein Abi mit Musik machen. Kann man da alles drauf konzentrieren? Jetzt muss man ja die anderen Fächer auch noch irgendwie machen. Und wie hältst du das denn dann durch oder nimmst du dir bewusst jeden Tag Zeit für deine Songs? Nee, also die Zeit habe ich nicht. Ich muss sagen, Abitur, Oberstufe, es ist schon ein Brett. Also es ist wirklich anstrengend. Auch ich hatte jetzt auch vor Corona 4-mal die Woche Nachmittag. Und also ich nehme mir viel Zeit für meine Songs und für meine Musik, auch viel am Wochenende. Und ich fahre auch wohin. Zum Beispiel heute hätte ich auch Schule gehabt, aber ich musste halt hierher kommen. Aber ich muss auch sagen, dadurch, dass ich halt ein musisches Gymnasium habe, stehen die auch hinter der Musik. Also ich habe auch die Musiklehrer, die das unterstützen. Oder zum Beispiel, als es einen Zeitungsartikel von mir gab, der hängt immer noch bei uns in der Schule. Die sind also auch stolz auf dich. Ja, genau. Es wird von der Schule auch wirklich unterstützt. Und ich habe da auch eben meine Freunde, die das unterstützen. Und dadurch, dass ich eben was Künstlerisches machen möchte, brauche ich keinen NC oder so. Also ich bin mit einem 2-Komma-Schnitt einfach zufrieden. Und andere hängen sich bestimmt mehr rein in ihr Abi. Aber bei mir läuft beides parallel ganz gut. But you won't dare talk to me. Jetzt hast du mir vorhin ja was verraten, dass du tatsächlich auch noch klassische Opern singst. Ja. Wie passt das zusammen? Oder wie kriegt man das stimmlich, diese Breite dahin? Also, das sind ja Koloraturen und Ähnliches. Ja, es ist was ganz anderes. Man muss ganz anders hingehen. Aber es bringt mir für einen Pop auch was. Also für die Musik, die ich selber mache, weil ich vor allem an Höhe gewonnen habe, seit ich das wieder mache. Und es ist auch ganz witzig, ich habe halt in der Schule eine Gesangslehrerin für Klassik und sie baut es auf die Sachen, die ich schon kenne, auf. Also sie sagt, ja, wie machst du das, wenn du Popmusik singst, wenn du deinen Soul singst oder deine Songs selber, wie machst du das dann, wie spannst du dein Zwerchfell an und alles. Also man kann es schon kombinieren, wo man zum Beispiel die Kraft hernimmt, aber die Umsetzung ist einfach komplett anders. Aber ja, es macht mir genauso viel Spaß inzwischen. Habe ich am Anfang nicht gedacht. Ich wollte dieses Musikaditum einfach, damit ich mit Musik mein Abi machen kann. Und jetzt inzwischen macht es mir schon sehr viel Spaß und ich singe das auch zu Hause. Also, ja. Ja, jetzt bin ich natürlich neugierig, wo du so deine Quellen hast und wie du deine Stimme ausprobierst. Ja, zumal ich singe ja immer zu Hause, überall, immer. Das heißt, der Resonanzraum ist schon die Wohnung und alles. Ich glaube, mein kleiner Bruder nervt es auch ein bisschen, aber egal. Und in der Schule, meine Lehrer sind echt toll, die unterstützen mich. Und
der Jeremy bringt mir auch sehr viel bei, also mein Manager. Ja. Und ich glaube, von dem kann ich noch viel mehr lernen. Ich merke jetzt, seitdem ich mit Rodolfo und Jeremy zusammenarbeite, hat sich meine Stimme immens verbessert. Und ich hab nicht das Gefühl, dass es noch in nächster Zeit ein Ende nimmt, sondern es kann eigentlich nur noch besser werden. Ja, super optimistische Sicht. Ja. Also ich habe auch den Eindruck, dass ihr beide ja schon wirklich sehr reife Musikstücke abgeliefert habt, was ich vorhin gehört habe. Und bin natürlich gespannt, wo das tatsächlich hingeht, denn in der Tat kann man ja auch hier nochmal eine 180-Grad-Wende in eine völlig andere Richtung machen. Aber ihr habt beide ja jetzt auch ausgedrückt, doch ein Stück weit habe ich schon meine Spur hier drin gefunden. Und das ist auch das, wo ich mich vertiefen möchte. Gibt es eigentlich bei euch dann noch andere Hobbys oder ist so ein Hobby, ich sage jetzt mal Hobby sogar mit Berufsperspektive, etwas, wo man sagen kann, naja, jetzt muss ich aber auch wirklich nicht nur in der Schule, sondern auch an anderer Stelle Abstriche machen, weniger vielleicht mit Freunden treffen, weniger noch mal einem Sport nachgehen oder etwas anderes. Hast du das Gefühl, es gibt auch Opfer, die man denen bringen muss? Ja, auf jeden Fall. Es gibt Opfer, aber man kann sich es legen, also zeitlich. Zum Beispiel heute. Heute, aber ich bin gerne hier auf jeden Fall. mein bester Freund hat auch gefragt, so kannst du heute raus? Habe ich gesagt, nein, heute geht's nicht. Heute habe ich das vor. Hat er gesagt, okay, dann machen wir einen anderen Tag. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich finde, wenn man was ernsthaft machen will, dann muss man auch Opfer bringen können. Sonst bringt's nichts. Ich kann ja nicht heute sagen, ja, heute habe ich Lust. Nächste Woche habe ich einen Termin, da habe ich aber keine Lust. Da gehe ich nicht hin. Dann klappt nichts. Das heißt ganz klar, Prioritäten setzen. High above the sea, waves just drag me down, but I won't, but I won't, but I won't. Let the storm beat me, but if I didn't, I float through you end of my boat. I'm counting the stars at night, for I cried my tears, I live in my fears, with nobody on my side. I learned to be wrong, and I learned to be sieht es bei dir aus? Ähnlich? Ja. Oder sagst du, nee, manchmal bin ich schon ein bisschen Opfer meiner Spontanität oder was auch immer? Also ich muss sagen, alles, was ich mache, hat halt mit Musik zu tun. Also in der Schule mache ich meine Musik, ich mache meine eigene Musik hier und das ist für mich auch meine Priorität. Also wenn ich halt wohin muss, muss ich wohin. Und wenn ich mich jetzt mal hinsetzen muss und mir mal wieder einen Text überlegen muss oder mir was anhören muss, welche Melodie fällt mir da ein, das mache ich und das mache ich auch am liebsten einfach. Deswegen ist es für mich auch kein Problem. Und ich tanze halt auch, also Hip-Hop. Ich habe auch 10 Jahre lang Rock'n'Roll getanzt. Und deswegen, das hat alles einfach mit Musik zu tun und bei mir. Und ich gehe auch gerne ins Hip-Hop-Training, weil da auch immer Musik läuft. Also alles, was ich mache, macht mir Spaß. Und deswegen ist es für mich auch nie schlimm, wenn ich mal irgendwas absagen muss. Mhm. Ja. Ich habe so den Eindruck, das ist für euch ein Fokuspunkt, wo ihr sehr gerne das Leben drumherum ausrichtet. Ja. Jetzt habe ich so eine letzte Frage an euch, weil das interessiert mich gerade bei jungen Menschen immer wieder. In dem Alter hat man doch auch sehr starke Auf- und Abs emotional. Hilft da auch die Musik oder habt ihr da andere? Wir haben vorher ja schon gesagt, wie man ein bisschen die Nervosität bekämpft. Wie geht ihr damit um, wenn es mal ein Tag ist, der nicht so gut läuft? Also bei mir ist es wirklich die Musik. Also entweder wird Musik gemacht oder Musik gehört. Mhm. Und also ich muss auch sagen, es ist manchmal auch sehr unvorteilhaft. Also wenn ich traurig bin, bin ich ein Mensch, der gern traurige Musik anhört. Macht es natürlich nicht unbedingt. Verstärkt man es noch, ja. Ja, aber ja, also je nachdem, wie meine Lage ist. Oder wenn ich einfach nicht denken möchte oder irgendwas nicht so Schönes passiert, dann wird einfach die Musik laut aufgedreht. Und es ist wirklich so, ja. Also es hilft mir. Und auch zu schreiben hilft mir dabei, diese Emotionen zu verarbeiten. Wenn ich traurig bin, naja. Also ich singe. Ich singe eigentlich immer, wenn ich glücklich bin. Wenn sowas richtig Gutes passiert ist, denke ich mir so, jetzt einen Funksong. Wenn ich traurig bin, dann ist es meistens Billie Eilish. aber es gibt auch diese Momente, wo ich einfach
von allem, von komplett allem eine Pause brauche und dann nehme ich halt einfach mein Handy, meine Kopfhörer und mein Longboard und fahre irgendwo hin. Und es kommt drauf an, auf die Uhrzeit. Wenn ich nachts traurig bin, kann ich natürlich nicht einfach rausgehen kein und Longboard. Wegfahren. Dann nehme ich einfach meinen Block und meinen Stift und schreibe Gedichte. Fand ich jetzt ein tolles Schlusswort. Es geht mal an unsere Zuschauer auch weiter. Wenn Sie traurig sind, holen Sie einen Block raus. Wenn Sie eine gute Idee haben, hilft es übrigens auch. Ich habe auch immer einen Block neben meinem Nachttisch liegen mit einem Stift. Das hilft manchmal, einfach seine Gedanken da aufzuschreiben. Ich danke euch sehr für das Gespräch und den Einblick in euer Leben, das sich doch schon sehr, sehr stark an der Musik ausrichtet. Ja. Ich wünsche euch natürlich in der Linie auch alles Gute und ich sage das immer sehr bewusst, auch Gottes Segen auf eurem Weg, denn nicht alles haben wir in der Hand. Manchmal braucht man auch wirklich die Hilfe von oben und auch ein Stück weit, dass die Gaben, die wir ja auch geschenkt bekommen haben, nachher zur Umsetzung kommen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Vollwert und wir Ihnen Künstler vorstellen in ihrer ganzen Eigenart, mit ihren Spezialitäten und vielleicht auch mit Dingen, die Ihnen weiterhelfen in Ihrem Leben. Auf Wiedersehen.